Wenn der Bürgermeister in mein Möbelhaus käme, wüsste ich genau, welcher Verkäufer ihn bedienen sollte. Ich wüsste auch genau, wer auf keinen Fall auf den Bürgermeister treffen sollte. Und Gott bewahre, dass Titus Nelda mit ihm redet, ob die wohl ihren freien Tag hat. So textete einmal aufgeregt ein Möbelhausbesitzer in meinem Beisein. Das Einkaufserlebnis des Kunden ist hochgradig personen- und tagesformabhängig. Warum ist das so? Es gibt keinen Auswahlprozess für neue Möbelverkäufer. Das heißt, jeder wird eingestellt, der behauptet, schon mal Möbel verkauft zu haben. So werden Menschenmöbelverkäufer, die schwer trainierbare, aber gut testbare Schlüsselfähigkeiten nicht haben, wie zum Beispiel Kontaktstärke, Freundlichkeit, Erfolgswillen und eine positive, hilfsbereite Einstellung zu ihren Mitmenschen. Für diese Möbelverkäufer ist der Job eine Qual. Für Kunden ist der Kontakt mit ihnen wie eine kalte Dusche. Für den Möbelhändler aber war es das Einfachste, einfach den Erstbesten einzustellen. Danach hat sich niemand mehr um den Verkäufer gekümmert. Kunden und Verkäufer werden alleine gelassen, obwohl jeder Mensch ein Recht auf gute Führung hat. Meine Meinung ist aber, jeder Kunde ist gleich wichtig. Er ist nämlich der Wichtigste in genau diesem Moment, ob er nun der Bürgermeister ist oder nicht. Er wurde mit viel Werbeaufwand in den Laden gezogen und er verlässt diesen Laden entweder als Fan oder er sagt zu seinen Bekannten, zum Möbel sowieso, ihr Haus, musst du gar nicht erst fahren. Fahr lieber gleich zu und hier setzen den Namen ihres verhassten Großflächenmitbewerbers ein. Experten schätzen die Kosten einer Fehleinstellung bei Möbelverkäufern auf 50 bis 200.000 Euro ein. Wie kommen sie denn darauf, fragen sie sich vielleicht. Nicht nur das Gehalt des erfolglosen Kollegen ist weg, bevor sie ihn feuern, sondern der wirkliche Schaden entsteht durch die vielen Chancen, die der neue, unerfahrene Kollege vernichten kann, wenn er keine vernünftige Ausbildung hat. Was können Sie dagegen tun? Führen Sie ein klares Ausbildungsprogramm in Ihr Möbelhaus ein. Eine Checkliste dafür können Sie sich mit einem Klick auf die folgende Grafik runterladen.